Papka, wie der Name es eigentlich schon sagt, steht für Pappkarton. Das ist die Abkürzung Pappkarton. Und wenn man noch die russische Übersetzung dazu nimmt, heißt es sozusagen Mappe auf Russisch. Das ganze Spielzeug ist ja wie in einer Mappe gefaltet und lässt sich sozusagen öffnen wie ein Buch oder eine Mappe. Die Idee ist, dass wir auch einen Teil des Spielzeugs, nämlich die Buchdeckel und die Buchschrauben, wiederverwenden, wenn jetzt zum Beispiel die Phase des Bauernhofes vorbei ist, dass man sagt, okay, jetzt hat mein Kind mehr Lust auf Dinosaurier oder aufs Piratenschiff, dass man sagt, man besorgt sich nur die neue Innenwelt, kauft die Innenwelt nach und kann einfach die Buchdeckel behalten und auch die Buchschrauben. Unser Spielzeug kann man ins Buchregal stellen und übermorgen sogar zur Oma mitnehmen. Also mich begeistert eigentlich diese Flexibilität, dass man es auch schnell mal wieder durchsaugen, das funktioniert auch. Ja, oder wenn man verreist, lässt sich das auch noch mit in die hinterste Ecke im Auto verstauen.